Wir von Mehr Demokratie sind hier auf dem Kirchentag vertreten, denn Demokratie ist eine Baustelle. Demokratie ist etwas, an dem man immer arbeiten muss, nichts Fertiges, was man einmal als gegeben ansehen kann. Deswegen wollen wir als nächsten Stein den bundesweiten Volksentscheid in das Haus der Demokratie einbauen, um es so zu stabilisieren und langfristig für die Zukunft festzumachen. Guten Tag, mein Name ist Cornelia Flentje, ich bin Sozialarbeiterin aus Hannover und bin für bundesweite Volksentscheide, da ich denke, dass die Bürger und Bürgerinnen der Bundesrepublik Deutschland mündig genug sind, wichtige Themen zu entscheiden. Meine Hauptthemen wären Bildung, Bundesetat, Existenz der Bundeswehr oder überhaupt Auslandseinsätze und Ökologie. Ja, guten Tag, mein Name ist Jan-Hendrik Becker, ich komme aus München. Das Thema direkte Demokratie und Volksentscheid ist für mich sehr wichtig. Ich studiere das auch. Ich sehe das ganze Thema sehr ambivalent. Man muss nicht nur sehen, dass es nicht nur Sonnenseiten hat, sondern gerade bei direkter Demokratie ist der Minderheitenschutz wirklich eine Sache, über die man reden muss und die da nicht mehr in dem Maße gewährleistet ist, wie das halt jetzt zum Beispiel unser jetziges System tut. Und deswegen finde ich es trotzdem... Also auch Sonnenseiten, man muss das Ganze sehr ambivalent sehen und diskutieren. Am Ende ist es aber eine gute Sache. Eine kostenlose Umarmung. Mein Name ist Dagmar Dübel aus Tübingen. Ich finde Volksentscheide sehr wichtig, dass auch die Belange von Behinderten und die UN-Konvention, die schon seit 2009 ratifiziert wurde, endlich umgesetzt wird, weil Behinderte haben genau dasselbe Recht wie andere Menschen auch.